Freunde der individuellen automobilen Fortbewegung, seid gegrüßt, Tobi hier von West-Berlin Customs, bei West-Berlin Customs. Und wir haben ein kleines Weihnachtsgewinnspiel, was wir gerne organisieren wollen. Dabei geht es um keine großen Preise. Wir haben eine, wie soll man das sagen? Ja, es gab mal eine Zeit, da waren Sticker-Bombings ganz, ganz weit vorne. Da haben Damen und Herren, die ein Auto besessen, oft einen Kotflügel oder eine Haube genommen und haben das ganze Bauteil dann komplett mit Aufklebern versehen. Sticker-Bombing. Das Ganze ist so ein bisschen 2015, 14, 13, irgendwie so. Ist also ein bisschen über den Zenit hinaus. Ich finde Sticker-Bombings bei einigen Autos immer noch ganz cool. Also es gibt wirklich so ein paar Ausnahmen, aber der Trend, wie gesagt, ist eigentlich vorbei. Aber wir haben auf jeden Fall festgestellt in den USA, dass es ganz geil aussehen kann, wenn man eine Form irgendwo auf ein Auto draufbaut mit Stickern. Also irgendwie ein Tribal, eine Flamme, was auch immer, irgendwie aus richtig coolen Stickern zum Beispiel baut. Oder wenn man irgendwie Teile komplett brandet. Mein Laptop ist zum Beispiel komplett irgendwie mit einem Sticker-Bombing versehen. Die Außenhülle finde ich sehr, sehr cool. Schützt auch gleichzeitig das Laptop selber. Unsere Schränke in der Werkstatt sind komplett gebombt. Wir verschenken auf jeden Fall einen Satz Sticker für einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Die ganzen Sticker kommen von der Essen Motorshow 2016, der SEMA 2016, der Essen Motorshow 2017 und der SEMA 2017. Also ein Mega-Sticker-Paket. 150 müssten es ungefähr sein, also nagelt mich nicht drauf fest, aber ungefähr so 150 Sticker werden es ungefähr sein. Gewinnen könnt ihr ganz einfach. Ihr werdet zu nichts gezwungen. Ich hasse es wie die Pest, wenn man irgendwo bei Facebook oder sonst wo ein Gewinnspiel sieht, wo man gezwungen wird, dass man irgendwie den Beitrag liken muss, die Firma liken muss. Da muss man irgendwie 27 Freunde markieren und weiß ich was, alles für blöde Auflagen. Ihr müsst nichts davon tun. Das Einzige, was ganz cool wäre, ist, dass wir euch irgendwie erreichen können. Also das heißt, wenn ihr entweder den Beitrag liked, oder kommentiert oder was auch immer. Ihr könnt natürlich auch uns ein Gefällt mir schicken. Aber, wie gesagt, es gibt keinen Zwang. Egal, was ihr macht, ihr müsst nur irgendwie zu erreichen sein. Das heißt also irgendwie von uns angeschrieben werden können. Am besten via Facebook. Dieses Video werden wir auch bei YouTube und bei Instagram posten. Versucht bitte trotzdem irgendwie bei Facebook irgendwie diesen Beitrag zu liken oder was auch immer zu tun, damit ihr irgendwie erreichbar seid, weil sonst können wir euch nämlich nicht erreichen. YouTube hat hier nicht die Möglichkeit dazu. Bei Instagram bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Egal. Auch hier, lange Rede, kurzer Sinn, also tut irgendwas, dass wir euch irgendwie erreichen können und ihr nehmt teil an der Verlosung. Ein ganz kleiner wichtiger Zusatz zu dieser Auflage von Facebook. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keinen Facebook-Account haben solltet, teilnehmen. Wir schließen also niemanden aus. Ihr könnt es auch entweder einen Brief oder eine Postkarte schreiben oder eine E-Mail senden. Die E-Mail-Adresse werden wir jetzt mal kurz einblenden und so könnt ihr auf jeden Fall auch teilnehmen. Das heißt also, niemand wird ausgeschlossen, auch wenn ihr keinen Facebook-Account habt. Die Ziehung wird am 20.12. stattfinden. Dafür gibt es einen Grund, der ist Weihnachten. Am 24.12. hätte ich ganz gerne das Paket beim Gewinner oder bei der Gewinnerin. Das heißt also, wir müssen am 20.12. um 18 Uhr anfangen, das Ganze auszulosen und dann gucken wir einfach nach, wer alles teilgenommen hat, werden einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und das Paket am 21. dann verschicken. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen, die wir verlosen werden. Wir haben zum Beispiel gerade jetzt hier eine Kiste bekommen mit ein paar Tassen. Ich blende es einfach mal ein kurz. Diese Tassen werden demnächst auch verlost werden. Aber das erst in einem späteren Gewinnspiel. So, das Gewinnspiel beginnt genau jetzt. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal ein schönes zweites Adventswochenende und drücke euch an die Daumen. Und dann schauen wir einfach mal, wer der Glückliche oder die Glückliche sein wird. Habt viel Spaß, bis zum nächsten Video, haut rein, ciao. So, Max hat gerade erwähnt, wir können auch per Fax oder per Brieftaube irgendwie Gewinnspielteilnehmer mit einschleusen. Müssen wir mal gucken. Also die Taube bitte nur gewickelt und am besten im Salatblatt oder so schicken, ja? Wir machen das ganz vegan, das Ding. Okay.